Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich will euch heute mal ein Spiel vorstellen, was bei uns im ganzen Bekanntenkreis und Freundeskreis super ankommt. Das haben wir schon, ich weiß nicht wie oft, ausgeliehen. Bei jedem Spieleabend, wo wir dabei sind, wird eigentlich als erstes immer das Spiel gespielt. Meistens später dann auch nochmal. Also das, ja, ist total der Hit bei uns. Und deswegen dachte ich, stelle ich euch das auch mal vor. Also, ihr habt hier das eigentliche Spiel, das ist Kampf gegen das Spießertum. Die Spielregeln sind sehr, sehr simpel. Ihr habt Karten mit verschiedenen Begriffen drauf hier. Hier steht jetzt Pac-Man, hier steht Isengard, Currywurst und Pommes, Adiletten, also viele verschiedene Begriffe. Und ihr habt, die haben wir jetzt hier reingelegt, ich habe diese gelben Karten. Da steht dann ein Satz drauf, zum Beispiel hier, das neueste Kinderbuch heißt Die Tigerente und. Und dann muss halt jeder Mitspieler eine von seinen Karten dazulegen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier die Tigerente und Pac-Man. Und dann entscheidet halt der die gelbe Karte vorgelesen hat, welche von den Antwortmöglichkeiten von den anderen die beste ist. Und der beste Antwort gegeben hat, der bekommt die gelbe Karte. Und der mit den meisten Karten gewinnt. Also simpler geht's eigentlich nicht. Ihr seht, wie schnell ich das erklärt habe. Das Lustige daran ist jetzt, dass das nicht hier nur so einfache Begriffe sind, sondern da sind durchaus auch anspruchsvollere Sachen. Also durchaus, da sind zum Beispiel auch Politikernamen. Da sind ja Sprichwörter. Da ist sehr viel in Richtung, wie soll ich das formulieren? Hier sind halt Dschihad-Rückkehr beispielsweise. Es gibt hier zwanghaftes Masturbieren. Also es gibt die verschiedensten Antwortmöglichkeiten. Man versucht halt eigentlich immer die lustigste da irgendwie rauszukriegen. Wie gesagt, es sind Persönlichkeiten dabei, es sind Orte dabei. Es sind, ja, Sexpraktiken dabei, also sehr viele Sachen. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir auch noch die zwei Erweiterungen holen. Das ist einmal hier die Shot-Erweiterung. Da steht halt hier unten auf der Karte einfach noch Shot dabei. Das heißt, wenn die Karte gewinnt, muss jeder einen Shot trinken. Ist jetzt ziemlich simpel. Und dann gibt es noch die Aluhut-Erweiterung. Da sind dann als Antwortmöglichkeiten halt sowas wie Area 51, Aluhut etc. dabei. Also so ein bisschen, ja, hier Themen Verschwörungstheorien und Esoterik. Ja, und hier sind halt weitere bitterböse Spielkarten dabei. Wie gesagt, extrem einfach zu erklären. Das kriegt jeder hin, der lesen kann. Man sollte halt ja schon so ein bisschen wissen, wer halt die Leute sind, wenn man eine Karte hat. Aber auch wir mussten schon mal Begriffe oder Personen googeln, was das jetzt ist. Man kann das Spiel mit bis zu 10 Leuten spielen. Ich denke mal sogar mit mehr. Ihr seht, wie viele Karten das sind. Es ist sehr schön hier. Ungeeignet für Spieße, nicht waschbar, nicht essbar. Also allein schon die Packung zu lesen, ist super lustig. Und von daher kann ich nur sagen, holt euch dieses Spiel. Dieses Spiel ist dermaßen lustig für jeden Spieleabend oder Zusammensein mit Freunden. Bestens geeignet. Es macht wahnsinnig Spaß. Es kommen immer neue Kombinationen raus. Und es ist einfach super lustig. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, folgt mir auch auf Facebook und Instagram und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.